So, ein herzliches Willkommen hier zurück beim Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns mal wieder auf Tettau und das Ganze mit einem O405, dieses Mal mal wieder in der Schaltwagen-Version. Weil ich mir gedacht habe, das passt vielleicht ganz gut ins Überland, im Gegensatz zum Repaint, was ich ausgesucht habe. Aber naja, das mit dem passenden Repaint, das war ja irgendwie noch nie so ganz meine Stärke. Naja, wir fahren auf jeden Fall einen Kurzläufer hier von Kehlbach bis nach Kronach durch. Weil ich der Meinung bin, dass es einer der schöneren Bereiche abdeckt hier auf der Karte. Und nochmal die ganze Linie komplett abfahren, das wäre ein bisschen viel. So, auf jeden Fall steigen wir gerade mal ein. Wir fahren hier wieder mit dem schönen Almec Optima CL-Drucker, den wir hier haben. Anmelden können wir uns aufgrund der ganzen Route nicht wirklich. Ich klicke das einfach mal durch, damit wir Fahrscheine verkaufen können. Und dann würde ich sagen, falsche Richtung, genau. So löse ich die Feststellbremse, dann fahren wir jetzt dann gerade mal durch zur Starthaltestelle, ohne dass wir jetzt irgendwie lang rumfackeln. So. 2 Minuten haben wir dann noch. Ich bin immer gespannt, ob jemand einsteigt oder nicht, weil hier ist meistens ja nicht irgendwie allzu viel los. Ich mache vielleicht aber gerade den Motorbremse / Retarder aus, was immer wir hier drin haben. So, das wird eng. Das war eng, aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Das ist einfach. Teilweise muss man sich einfach mal anschauen, welche grandiosen Leistungen man hier verbringt. Ja, das ist unglaublich. So. Möchte jemand von euch mit? Du Kleiner vielleicht? Nö. Die laufen da beide wunderschön ringelreihend da. Ach, nur die Kleine möchte mit. Okay. Hat gerade gedacht, ihr lauft nur gut. Dach. Ihr lauft nur so ein bisschen ringelreihend durch die Gegend, wie er hier das tut und das auf einmal nicht mehr, weil, naja, man kann ja auch nicht immer nur ringelrein durch die Gegend laufen. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Ja, das sind wir auf jeden Fall hier. Ich kann mal vielleicht mal ein bisschen aufgrund bessere Beleuchtung hier einmal das Standlicht anmachen. Genau, dann haben wir noch ein bisschen mehr als eine Minute. Also das, was wir erfahren, das ist kein echter Kurzläufer. Ich möchte aber ganz kurz spoilern, das ist kein echter Kurzläufer. Ich habe einfach nur den Fahrplan ab hier aus angenommen. Und habe mir den auch selber so ein bisschen gestreckt von der Fahrzeit her, weil ich den sehr knapp bemessen finde, den Fahrplan. Eigentlich habe ich mir das auch so eingebaut, dass wir in Pressig einen kurzen Aufenthalt haben. Also das Pressig Bahnhof, man fährt von Tettau bis Pressig durch. Hat man in Pressig einen kurzen Aufenthalt, wie ihr auch sehen könnt, hier von der Helios Klinik bis zum Bahnhof sind es keine 10 Minuten Fahrzeit. Sondern hat man da eigentlich ein paar Minuten Standzeit, um dann eben in Anführungsstrichen auf den Zug zu warten oder sowas. Aber ich glaube, für ein Let's Play ist es an dieser Stelle nicht allzu geeignet. Deswegen werden wir das auch nicht so vollziehen, sondern werden dann, denke ich mal, die Zeit auch etwas vorspulen, damit wir da auch zeitig weiterkommen, damit wir nicht nur in einer Folge komplett an der Station stehen und Däumchen drehen. Das ist, glaube ich, auch minder interessant. Wobei, ich glaube, das ganze Let's Play ist minder interessant, aber naja, es ist auch schon seit ein paar Folgen so. Das ist ja nichts Neues hier. Ja, ich ja alles, bleibt alles beim Alten, wie damals, als Gummischi noch aus Holz waren, als der Ofen 5 Hochflurer noch hier gefahren ist. Ach ja, das waren noch Zeiten. Aber so schlecht stehe ich gar nicht da. Ich bin echt voll stolz auf mich gerade. Ui. Ich bin aber gespannt, ob sich die Stolzhaftigkeit noch weiterhin fortführen wird. Ich weiß es nicht. Wir fahren hier Bahnbus, so wie es gehört. Natürlich im voll passenden Repaint. Wir sind aber ein Subunternehmer. Wir haben irgendwie den Bus. Der war früher mal in Portugal, Spanien und war danach in Berlin und jetzt haben wir den hierher gekauft. Genau so war das. Also der Bus hat schon eine riesengroße Reise hinter sich und ich würde sagen, wir begeben uns dann auch mal auf eine große Reise. Boah, voll die Überleitung, gell? Also die war nicht schlecht. Also die muss ich ehrlich auch sagen, die, doch die hat mir gefallen. Das war eine Überleitung, die kann man sich durchaus mal so geben. So, da ist frei. Müssen wir mit dem Schaltpunkt noch ein bisschen vertraut machen, weil das war ja auch letztes Mal schon ein bisschen schwieriger, aber irgendwie bekommen wir das, denke ich, mal hin. So, hui. Einfach ein bisschen konzentrieren, ein bisschen vorsichtig fahren und dann würde ich sagen, überleben wir doch die Fahrt bis nach Kronach hin, hoffentlich. Also wir haben auch einige Steigungen hier, wie ich mich erinnern kann, ganz dunkel, so damals, an die guten alten Zeiten, als man noch öfters mal Tettau gefahren ist. Irgendwie wurde ich ja auch, muss ich ganz ehrlich sein, durch Carstens Video dadurch inspiriert. Schaut mal beim Carsten vorbei. Hashtag penetrante Cross-Promotion und sowas, nee. Hier wurde ich ja durch Carstens Video so ein bisschen inspiriert, weil ich einfach mal wieder gerne Tettau fahren würde. Was eigentlich echt eine schöne Überlandkarte ist und weil man da sowas wie dem Bus hier eigentlich ganz gut fahren kann. Also das letzte Mal im Let's Play ist, glaube ich, schon echt lang her. Es war so noch im einstelligen Bereich, glaube ich, sogar der Folgennummer, nee, zweistelliger Bereich. Also einstellig sowieso, weil Folge 2 und 3 auf Tettau waren. Das weiß ich noch damals angefangen hier auf der Map. Also mehr oder weniger angefangen, weil für die Geschichte nicht kennen, mit der Folge 1, wie es überhaupt darum aussieht, warum es die Folge 1 nicht gibt.
Ja, das war damals so. Ich lade Folge 1 hoch, YouTube View, Verarbeitungsfehler. Also es hängt bei 95% Verarbeitung und ging einfach nicht weiter. So, was macht der Josh? Der lädt das natürlich, der löscht das alte Video, lädt das neue nochmal hoch. YouTube so, nee, doppelter Upload, ich möchte das nicht. Habe ich mir gedacht, gut, dann bekomme ich das vielleicht irgendwann mal hin mit der Zeit. Dann lade ich schon mal Folge 2 hoch, veröffentliche schon mal Folge 2. Und Folge 1 hat es dann irgendwie nie wirklich geschafft. Das habe ich dann in Folge 4 im Prinzip nochmal neu aufgenommen. Mit dem gleichen Setting und genau so entstand das im Prinzip in Folge 1. Also die erste Folge, die ihr gesehen habt, genau, das war hier auf Tethau. Zwar die andere Linie, nur eine halbe Stunde lang, also ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Das waren, glaube ich, auch 2 Folgen oder sowas. Aber so rückblickend war das, wie ich finde, echt mutig, so eine Überland-Map als erste Folge zu nehmen, also als mehr oder weniger erste Folge. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, auf einer Überlandkarte hat man so als Let's Player wesentlich weniger zu erzählen als auf einer Stadtkarte, weil man fährt einfach Überlandabschnitte, man kann zwar sagen, ach, ist das schön hier und upsala, ich fahre in den Graben und sowas, aber ansonsten ist da irgendwie ja nicht allzu viel was passiert. Es laufen nicht irgendwie alle 2 Meter Fußgänger über die Kreuzung, wo man sich drüber aufregen könnte. Es steigt nicht alle 2 Stationen Manfred ein. Es kommt überhaupt mal gar keine Ansage. Ich wollte gerade sagen, es kommt nicht alle Meter eine Ansage, aber es kommt überhaupt gar keine Ansage. Von dem her, ja, ist das mit der Überlandkarte dann, also rückblickend, eine relativ falsche Wahl für den Beginn gewesen. Weil normalerweise sucht man sich ja, wenn man das mit dem Reden und mit dem Zeittotquatschen noch nicht allzu oft gemacht hat, also effektiv gar nicht, dann sucht man sich ja eigentlich was aus, was einem das Quatschen ein kleines bisschen abnimmt. Okay, um dann generell mit Omsi anzufangen, ist ja schon mal mutig, aber naja, der Vergangenheits-Josh von damals, das war noch Zeiten, weißt du, da war es noch so ganz klein und popelig und gut, jetzt bin ich immer noch klein und popelig, aber das liegt halt einfach an meiner Person, da kannst du einfach nichts machen, ne? Das ist halt einfach so, so können wir hier mal vorsichtig, zack. Und damals schon erste Folge Schaltwagen gefahren. Manueller Kupplung, Manuel-Kupplung, genau. Also das sind so Sachen, aus denen werdet ihr mich nie rausbekommen. Das ist einfach so mein Verständnis vom Busverkehr, hier hat Verkehr gesagt. Ja, okay. Okay, das mit den Witzen war früher auch wesentlich weniger schlimm. Das sollte ich mir auch, glaube ich, nochmal abgewöhnen. Ach, schön. Ist echt so ein bisschen, werde ich gerade so ein bisschen, schwör, Digga. Nee, werde ich so ein bisschen, ein kleinen wenig. Nicht melancholisch, doch, das passt ganz gut. Boah, ich stehe gerade voll auf dem Gas. Das Ding kommt super aus der Potten, aber es liegt einfach an den 205 grandiosen PS. Also wir hätten ja auch O405G fahren können. Das wäre dann noch eine gescheitere PS-Parade gewesen. Ja, da kommst du gar nicht vom Fleck, aber naja. Ich werde so ein bisschen melancholisch zurzeit. Einfach, weil ich, weiß nicht, so ein bisschen auch die alten Folgen nochmal nicht wirklich anschaue, aber einfach mal drüber schaue, weil da ab und an auch so der ein oder andere Kommentar dazu kommt. Und da schaut man sich halt eben, da schaut man sich das nochmal an und überlegt sich dann, wie man es damals überhaupt geschafft hat, Zuschauer für das zu begeistern, was man eben tut. Also das war ja irgendwie, das ist ja das Erste, was man jeweils auf YouTube jemals, boah, das mit dem Sprechen ist auch nicht besser geworden, was man damals auf YouTube hochgeladen hat, und irgendwie hat man es ja geschafft, damit Leute dafür zu begeistern. Und irgendwie so heutzutage, wenn ich es rückblickend anschaue, finde ich für meinen Teil das unverständlich, wie man damit irgendwie Zuschauer hat anlocken können. Okay, es ist mir heute irgendwie immer noch ein bisschen unverständlich, wie man damit Zuschauer anlocken kann, aber naja, es ist einfach so, wie es ist, ne? Und ich fahre aber ganz anständig heute, muss ich sagen. Das finde ich gar nicht mehr schlecht. So. Eigentlich dürfen wir auch 80 fahren, wobei haben wir die Zulassung auf 80? Ich denke mal schon, aber da vorne ist irgendwie wieder ein bisschen sehr stark kurvig, aber das Kind mal nicht allzu stark durchschüttelt, und es beschwert sich das noch bei Mami. Mami, und jagt, Mami, Mami, der Fahrer, der fährt so schlecht, der fährt zwar schon ganz viele Folgen um sie, aber der kann noch gar nicht Bus fahren und so. Ja, so ist das. Ja, aber irgendwie damals war das eben nur so ein kleines bisschen anders. Ich weiß nicht, ich habe zwar auch schon viel Quatsch geredet, aber es war irgendwie anderer Quatsch als jetzt. Ich weiß zwar nicht, worin sich das unterscheidet, weil so für mich macht das ja keinen großen Unterschied. Ich setze mich trotzdem einfach hier hin und versuche irgendwie drauf loszuquatschen, was irgendwie halbwegs amüsant und lustig ist. Aber irgendwie war es dann trotzdem anderer Quatsch. Das war vielleicht ein bisschen schnell, aber wir haben ja hier achterbahnsichere Fahrgäste und so. Hey Josh, spiel mal Rollercoaster! Ja, irgendwie muss ich sagen, das Spiel, ich habe da ein paar Let's Plays davon gesehen. Ich habe die aber auch nur mal ganz kurz angeschnitten. Also ich habe die nicht durchgeschaut, ich habe da nur ab und an mal so ein bisschen durchgeskippt. Und fand das eigentlich ganz cool, weil ich habe ja, wo ich noch klein war, damals, ach so richtig damals, so nicht damals Folge heute, so Tethau hier in den 90er Jahren und sowas, so richtig alles damals heute, ist unglaublich, gell?
habe ich ja auch einen der früheren Teile, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall habe ich früher auch schon Rollercoaster gespielt, also als ganz kleines Kind. Damals auch auf den ganz alten PCs, ach, das war noch Zeiten. Gibt's heute alles gar nicht mehr. Nee, da bin ich quasi schon damit auch irgendwie ein bisschen groß geworden, ein Stück weit. Und so schlecht gefällt mir der aktuelle Teil gar nicht. Also ich habe mir auch keine Kritiken durchgelesen. Ich habe nur gehört, dass er anscheinend schlecht sein soll. Aus multiplen Gründen. Also ich glaube, das ist Tycoon World, was da gerade aktuell ist. Hab gehört, das soll so schlecht und voll buggy sein. Und das Early Access bringt da auch nichts. Aber so das, was ich im Let's Play gesehen habe. Okay, ich habe auch nicht mehr als eine halbe Stunde gesehen. Aber das fand ich irgendwie ganz cool. Das hat mich irgendwie angesprochen. So, da ist frei. Heißt, ich rausche da gerade mal durch. Also wahrscheinlich werden wir sich ein bisschen länger damit beschäftigen, damit man schon merken, was da der ein oder andere Bug ist. Aber irgendwie sieht das für mich zumindest mal ganz spaßig aus. Wenn ich jetzt nicht gerade so ein bisschen so viel zu zeigen hätte, was gerade so aktuell hier gerade läuft auf dem Kanal, hätte ich mir sogar überlegt, dass ich das irgendwie mal spiele. Aber ich würde sagen, das kommt dann vielleicht irgendwann mal anstelle von GTA. Weil an der GTA-Stelle waren ja bisher eigentlich so ein bisschen Aufbauspiele. City Skylines war da ja zum Beispiel. Und ich habe dann so in ferner Zukunft vor, dass ich den Slot eben zu so einem Aufbauspiel-Slot umfunktioniere. Also dass wir dann irgendwann mal Train Fever spielen oder sowas. Dass wir vielleicht irgendwann mal Cities in Motion spielen oder auch Rollercoaster zum Beispiel. Weil sowas eigentlich auch ganz gut ankommt. Weil ihr sowas auch ganz gerne schaut und mir so ein Genre eigentlich auch Spaß macht. Also, wenn dann GTA vielleicht mal durch ist, was noch einige Folgen dauern wird, dann könnte man sich vielleicht mal überlegen, dass man das dann irgendwie so bis auf dem Slot dann da etabliert oder sowas. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, so mache ich das. Das ist eine ganz gute Idee, ne? Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel vielleicht schon selber gespielt habt, was daran denn gut ist oder schlecht sein soll. Ich könnte mich so auch selber über Kritiken oder sowas informieren, aber mich interessiert auch eigentlich so ein bisschen eure persönliche Meinung dazu. Ich mache gerade hier vielleicht ein bisschen Motorbremse rein, genau. Also wenn ihr das habt, dann gebt mal ganz kurz so einen Kommentar dazu, ob sich das lohnt. Rollercoaster Tycoon World oder sowas. Wenn ich dann, hole ich mir das vielleicht doch mal, weil gerade in so einem Let's Play bin ich dann doch ganz gerne vielleicht so ein bisschen informiert, dass City Skylines habe ich ja davor auch schon mal eine Welt gespielt, weil so ganz komplett blind zu spielen hat zwar auch für den Zuschauer was, also vielleicht gerade bei Spielen, wo man failen kann oder sowas, wie bei mir zum Beispiel bei GTA, aber so generell bei Aufbauspielen finde ich das persönlich, wenn ich Zuschauer bin, ganz gut, wenn der Typ vielleicht ein bisschen Ahnung, ein bisschen Plan von dem hat, was er zu bauen hat. Weil wenn man eben ganz neu in solchen Aufbauspielen ist, dann hat man eben erfahrungsgemäß leider wenig Ahnung von den Möglichkeiten, die einem das Spiel bietet und wenig Ahnung, wie man zum Beispiel das und das Problem beseitigt. Deswegen habe ich dann gerne schon mal meine eigene kleine Welt aufgebaut, weiß so ein bisschen, wie der Hase läuft und kann dann eben solche Anfängerfehler, die man dann meistens halt in so einer ersten Welt macht, die kann ich dann eben versuchen zu umgehen. So, das ist also ein bisschen meine Idee dabei und deswegen würde mich einfach mal ganz kurz eure Meinung dazu interessieren. So, da ist auch jemand. Abzweig Friedersdorf. So, einmal vorsichtig rein. Hier am besten ohne das Schild mitzunehmen. Mit den Spiegeln oder trotzdem so zu halten, dass die Leute irgendwie einsteigen können. Naja, halbwegs, ne? Das ist ein Hochflobus, das willst du machen. So, immer normal für den Herrn, für dich da. Ja, dann zoomen wir mal ran, fahr schon normal. Ach, guten Morgen, super. Guten Morgen auch, Kollege, ne? So, dann fahren wir mal los hier. Ich glaube, das Guten Morgen kommt daher, dass er normalerweise vorne hier auf dem Display die Haltestelle anzeigt, bis zu der wir fahren können. Und da er die eben nicht angezeigt hat, sondern einfach nur Guten Morgen da steht, dann fahren wir halt bis nach Guten Morgen, ne? Das ist auch kein Problem. Aber ich glaube, mit dem normalen Fahrschein kommst du hier bei dem Drucker auch relativ weit. Ich muss noch mal ausprobieren, ob sich die Anzahl der Haltestellen, die man ja mit einer Fahrkarte befahren kann, ob die sich hier bei dem Drucker auch automatisch aus dem Ticketpack ergibt. Also eine Kurzstrecke hat er hier, glaube ich, mal 3 Stationen in dem Drucker. Und wie das jetzt bei einem normalen Fahrschein ist oder wie das jetzt ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Anzahl der zu befahrenen Haltestellen mit einem bestimmten Fahrschein in dem Ticketpack ändert in der Konfigurationsdatei, ob sich da dann auch die Anzahl der zu befahrenen Haltestellen hier im Ticketdrucker ändert. Also das fände ich hier richtig Hammer. Wenn das auch noch funktioniert, dann könnt ihr damit ja einwandfrei Hamburg fahren mit Nahbereich, Großbereich und sowas in der Art. Also das finde ich zum Beispiel echt mal interessant. Das müsste ich echt mal ausprobieren, wenn ich dazu kommen würde, wenn ich immer mal Zeit hätte für den surrealen Fall, irgendwann mal Zeit zu haben. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen immer schwierig, ne? Ach ja, damals, als man noch Zeit hatte. Aber man denkt echt gerne bis an die guten alten Zeiten zurück, wo dann irgendwie anscheinend alles besser war. Das Traurige ist,
dass ich jetzt schon damit anfange, obwohl ich noch gar nicht so alt bin. Yay. Ich glaube, ich werde mal so der typische Opa, der dann sagt, ach ja, damals war das so und so, als Gummistiefel noch aus Holz waren oder als das und das noch so war. Ich glaube, ich werde da so richtig, da bin ich komplett in meinem Element. So, damals war das so und ach ja, die Busse damals waren da viel besser als wie heute. Wobei, der Meinung bin ich jetzt so heutzutage schon. So ein O507, der wesentlich mehr hermacht als ein Facelift Ü oder sowas, aber... Das ist nur meine Meinung. Ihr braucht das. Das ist nur meine Meinung. Ich darf die Frau äußern in diesem Land. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ihr müsst zwar nicht meiner Meinung sein, ihr müsst sie nicht teilen, aber ich darf sie frei äußern. So. Und wie war das? Es braucht dir aber auch keiner ein Forum bieten, wo du weh, der biegt jetzt links ab. Nein, der biegt ab. Ich fahre mal ein bisschen weiter nach rechts, weil ich glaube, dass der, wartet. Hat er wartet. Nein. Hat das geklappt? Also, warte mal. Ich zeige euch mal ganz kurz mein, genau. Das ist nämlich das Problem. Er hier fährt nämlich in sehr engem Bogen. Wenn ich nämlich in der Haltelinie anhalte, dann, hätte mir wahrscheinlich die Front rasiert. Yay, deswegen habe ich gehofft, dass er mich vorbeilässt, beziehungsweise stehen bleibt. Dann bin ich gefahren und dann ist er auch gefahren. Oh, ich habe da noch ein Auto im Rückspiegel gehabt. Juhu. Wie auch immer der Golf dahin kommt. Also mit dem Rückspiegel ist er eh ein bisschen seltsam. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Außensicht gehe und jetzt wieder reingehe, dann hatte der irgendwie einen anderen Winkel drin. Naja, oh, ich fahre ein bisschen schnell, gell. Ich habe heute vor, ein bisschen seriös zu fahren. Einfach mal so ganz gemütlich, so wie ein Überlandbusfahrer mit einem Fahrplan, der ein bisschen zeitig, ein bisschen mehr Zeit hat. Bei Tettau war das ja auch so, dass die Fahrpläne mit Absicht ein bisschen strikter gestrickt wurden. Einfach, weil der Tristan das auch so erklärt hat, er kennt das eben so bei sich aus der Realität, dass da die Fahrpläne sehr eng gestrickt sind und dass man im Überlandverkehr teilweise auch gar keine Haltezeit in den Stationen eingeplant hat, sondern dass der Fahrplan im Prinzip gar kein Halt vorgesehen ist, sondern einfach so, wie wenn man durchfahren würde. Ich hoffe, ihr versteht mich irgendwie halbwegs. Bei mir ist es eben genau andersrum. Da ist es eben so, dass im Überlandverkehr dann öfters einfach mal ein paar Minuten an der Station steht, weil man einfach unglaublich viel Zeit hat. Also so kenne ich das bei uns eben aus der Ecke. Deswegen habe ich mir das Fahrzeitprofil hier ein bisschen geweitet. Also an ein paar Stationen irgendwie ein bisschen mehr Zeit zwischen den Stationen eingeplant und teilweise auch ein paar Aufenthalte an den ganzen Stationen. Gerade an größeren Haltepunkten wie eben gleich Pressig Bahnhof zum Beispiel. Da habe ich mir zum Beispiel einen längeren Halt eingeplant und habe am nächsten Bahnhof auch noch ein paar Minuten, dass man da irgendwie so ein bisschen so den Touch drin hat von wegen, ich warte jetzt auf einen Zug, der da vielleicht kommt oder sowas. Oder ich kann mir ganz kurz die Beine vertreten, ich habe da ein paar Minuten Aufenthalt, sowas in der Art. Wir können mal ganz kurz auf den Fahrplan lugen, wie viel Fahrzeit das im Endeffekt ist. Also ich habe die knappe Stunde, die das ja glaube ich war im Plan, habe ich um einiges gestreckt, eben auch durch diesen fast 10 Minuten Aufenthalt, den wir gleich eben nicht absitzen werden.